Fliegende Autos, künstliche Intelligenz, es wird viel über die Zukunft spekuliert. Doch wie sieht die Zukunft wirklich aus? Das wollen wir von Ingenieuren wissen. Ich stehe hier am Stand von Harting und wie man ganz gut sieht, hier ist das Schlagwort Interface Future. Was ist Interface Future? Was soll man sich darunter vorstellen? Also erstmal ist Harting ja bekannt für die Steckverbinder und wir wollen die Intelligenz mit in die Steckverbinder bringen. Ist es dann etwas wie künstliche Intelligenz? Das ist im Moment noch nicht so drin. Wir wollen im Moment Sensorsignale und Eigendiagnose in die Steckverbinder bringen. Aber natürlich ist die Vision in Predictive Maintenance und dafür brauche ich Algorithmen in Richtung künstliche Intelligenz. Das stimmt. Und wie kann ich mir das in der Realität vorstellen? Aktuell ist zum Beispiel ein Thema, Module, wie wir sie hier zu stehen haben, zu identifizieren, nur durch Stecken. Und wir haben in den Steckverbindern ein sogenanntes ID-Modul, was das Fertigungsmodul sofort erkennt, sobald ich den Steckverbinder einstecke. Das klingt alles sehr theoretisch. Wie, in der Praxis wird es schon angewendet und wenn ja, wo wird es angewendet und wie? Wir wenden es in dieser Anlage an, wirklich in dieser Anlage an. Das heißt, das Modul wird erkannt. Wenn ich die Module verschiebe, um etwas anderes herzustellen, dann weiß der Zentralrechner, welche Module ich zur Verfügung habe, um sie zu nutzen. Jetzt haben wir im Vorgespräch herausbekommen, dass Harting auch mit der Bahn zusammenarbeitet und auch mit Unternehmen, die Skilifte herstellen. Inwieweit braucht Interface Future bei der Deutschen Bahn, wo die ja wirklich nicht Future ist? Das ist richtig, vielleicht erstmal von der Sichtweise, aber auf der anderen Seite, Interface gibt es wirklich steckbar und es gibt Interfaces wireless. So, in der Bahn nutzen wir eine RFID-Technologie, die auch Sensordaten ausliest, um zum Beispiel eine Verschiebung von Radachsen zu untersuchen, um dadurch Unfälle zu vermeiden. Interessant. Und das ist dann alles Zukunft für Sie. Heißt es, irgendwann gibt es keine Unfälle mehr bei der Bahn? Das ist unser Ziel. Wir wollen natürlich das reduzieren. Sie haben eben das Thema Seilbahn angesprochen. Auch da geht es darum, die Bügel, die Sie benötigen, damit wir sicher auf diesen Seilbahnen sitzen, wenn Sie Skifahren, sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen, so zu überprüfen, dass man ohne einen verriegelten Bügel nicht losfahren kann. Okay. Und wie stellen Sie sich die Zukunft in 20 Jahren vor? Fliegende Autos, vielleicht keine Unfälle mehr bei der Bahn? Sicherste Skilifte oder noch abwegiger? Ich denke, die Zukunft wird noch abwegigere Sachen bringen. Die Sachen, die Sie genannt haben, gehören sicher dazu. Die Sicherheit wird erhöht, aber auch, ich denke, wir denken an Modelle, wo sich vielleicht der Kunde Produkte zu Hause druckt, ja, und er kriegt nicht mehr ein Produkt geschickt, sondern nur noch einen Datenfile, wofür er lizenziert oder Lizenzen zahlt. Ja, das wäre zumindest eine Zukunft, die auch wir uns vorstellen könnten. Eine Kamera aus dem 3D-Druck wäre vielleicht um einiges günstiger. Dankeschön. Sehr gern geschehen. Ich stehe hier am Stand der Technischen Universität Wien und wie jede Uni muss auch die TU Wien in die Zukunft investieren. Und wie investiert die TU Wien in die Zukunft? Die TU Wien investiert insofern in die Zukunft, dass wir an zukunftsträchtigen Forschungsthemen arbeiten. Was sind das für Forschungsthemen? In unserem Fall werden das eben sensorlose Regelungen, das heißt sowohl sensorlose Motorregelungen als auch sensorlose Regelungen für Magnetlager. Und das sind, so denken wir zumindest, Schlüsseltechnologien auch für die Zukunft. Und wo kann ich diese sensorlosen Motorregelungen in der Praxis anwenden? In der Praxis ergeben sich durchaus viele
potenzielle Anwendungsfälle. Ganz konkret zum Beispiel Traktionsantriebe. Das heißt, es geht von Schienenfahrzeugen über normale Autos bis hin zu Fahrrädern. Überall dort braucht man eine Motorregelung, die vom Stillstand bis zur vollen Drehzahl voll funktionsfähig ist. Okay, letzte Frage. Wo sehen Sie die Zukunft in 20 Jahren? Fliegende Autos, künstliche Intelligenz oder doch vielleicht alles so wie jetzt, nur noch ein bisschen anders? Ich denke, die Zukunft wird erstens ganz anders sein und zweitens, als wir heute denken. Das heißt, es werden sich wahrscheinlich Technologien etablieren, von denen wir heute nicht mal träumen können, weil wir gar nicht die Idee dafür haben. Andere Dinge, die wir vielleicht erwarten, werden so oder so schnell gar nicht entstehen. Das heißt, fliegende Autos halte ich für eher unwahrscheinlich, aber wer hätte sich vor 20 Jahren an Tablets oder ähnliche Produkte träumen lassen? Dankeschön. So schaut die TU Wien in die Zukunft und wir schauen weiter durch die Messe und weiter in die Zukunft.